der Punkt, an dem ich sagen konnte, da habe ich wirklich was gefunden, was von mir kommt und was mir auch wirklich am Herzen liegt. Das ist der Punkt, als ich angefangen habe mit der Holzbildhauerei. Klaus Binke betreibt eine urwüchsige Kunst. Ende der 80er gründete er in Hagen die Künstlergruppe Kooperative K, deren Räumlichkeiten er bis heute als Galerie und Produktionsstätte nutzt. Es ist eben was anderes, dass man wirklich mit Gewalt und Kraft Holz bearbeitet, als wenn man eine leichte Zeichnung macht. Ne? Es ist einfach, da kommt mehr Aggression, die produktiv gewandelt wird, in Schwung. Bei den Themen seiner Arbeit beschränkt er sich bewusst auf das Grundlegende. Das Einfachste, was mir eingefallen ist, war dann einfach das Ei als Form. Und der Ansatz ist eigentlich da mehr tatsächlich was Einfaches zu hauen und einfach nur zu arbeiten, einfach drauf loszuarbeiten. Eine Art philosophischer Gedanke dahinter, der mir dann auch einfach kommt, ist es, dass es unserer Kultur, unserer Welt ganz gut tut, dass man sich auf einfache Dinge besinnt oder was wichtig ist im Leben. Die Bedeutung des Wesentlichen werde vielen in Zeiten der Pandemie wieder bewusst. So produktiv er die Monate der Ruhe auch nutzen konnte, haben sie ihn und seine Gruppe dennoch eingeschränkt. Auch hier in der Kooperative haben das ganze Jahr keine Ausstellungen stattgefunden, weil wir immer gedacht haben, ah ja, es kommt ja eine Zeit nach der Pandemie. Ja, die Konsequenz ist daraus, dass wir gezwungen sind, eine Online-Ausstellung zu machen. Wir bauen in echt eine Ausstellung auf und und setzen die jetzt ins Netz und versuchen dadurch unsere Förderer zu halten oder eine Öffentlichkeit herzustellen. Während etwa einer seiner Kollegen politische Arbeiten zu den Protesten in Hongkong einbringt, konzentriert sich Binke diesmal auf die Aktmalerei. Ja, eigentlich auch als eine Form von Aufrüttelung meiner selbst, also um in dieser Niedergedrücktheit der Pandemie zu sagen, ja, ich habe Lebenslust, ich habe Spaß daran, am Leben und Lebendigkeit. So kann die Kunst ihren Teil dazu beitragen, in Zeiten der Krise neuen Optimismus zu schöpfen.